Und du hast ja schon wieder 6 Leben. Du hast ja eigentlich alle verloren. Mhm. Weißt du es noch? Gefangen. Du hast mir die weggemacht. Ich hab die nicht weggemacht. Kletter auf Big Boos Balkon. Da oben konnte man gerade schon sehen. Und du weißt ja jetzt direkt, wo es hingeht. Uff. Uff. Ja, so. Jede Stufe einmal Kopf gestoßen. Hier? Nee. Jetzt, wo ich sehe, bin ich mir ziemlich sicher, nee. Rechts. Das rechts. Hm? Das rechts. Und jetzt hier hoch. Was soll das denn jetzt? Weiß auch nicht. Ist, glaube ich, kaputt, der Mario. Ey! Das war gerade nur ein Glückstreffer. Nein. Diese? Ja. Und dann hier raus. Da. Mhm. Und da ist er. Möchte ich ihn kaputt machen? Mhm. So nicht. Okay. Ja, du bist durch die Tür gegangen, aber du kannst ja ruhig Energie holen. Am besten wieder mit Stampfattacken. Das Schwierige ist hier aber dann auch noch, nicht den zu besiegen, sondern gleich an den scheiß Stern dran zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, das dauert ein bisschen. Was? Ja. Manu! Genau das. Jetzt habe ich den extra hier so besiegt, sodass ich da drauf könnte. Du musst jetzt nämlich circa in 57 Anläufen erst auf eine Seite rüber. Am besten nimmst du die, wo du hingucken kannst. Da drauf, da ist ganz oben auf der Spitze kann man stehen. Mhm. Und musst dann von da aus wieder zurück. Am besten mit viel Hüpfen. Ja, aber der kommt doch niemals so hoch. Ja, nee, der muss über die Schräge drüber laufen. Du musst ein bisschen übers Dach laufen. Und wie lange bleibt der Stern da? Bis du den geholt hast. Okay. Ist ja sehr pflegeleicht. Ne, ruhig ein bisschen weiter Richtung Dach, damit du nicht runterfällst. Wir üben schon mal. Also kannst ruhig da links über das Dach so drüber laufen. Aber musst halt dabei hüpfen, damit er nicht. Nein! Na, genau, nicht das passiert. Und das Gemeine ist, der tut so jedes Mal weh. Also einmal kannst du noch machen und dann müssen wir Münzen holen. Aber so eine Art war gut. Am besten kurz auf dem letzten Meter auf dem Balkon schon mal springen. Und dann den Rest so weiter hüpfen, bis du oben ankommst. Du kannst der Luft auch mal B drücken. Wenn er nicht mehr so schnell ist, dann macht er immer nochmal so einen Tritt. Damit kann man sich nochmal so einen Zentimeter retten. Och Mann. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ätzend. Nimm ruhig mit. Ruhig das Dach hoch. Ne? Wenn hier der Balkon ist und hier das Dach, dann ruhig so gehen. Sodass immer Dach unter dir ist und du nicht runterfällst einfach.
Oh oh. Aggressivität steigt. Ja, super gut. Ja, da bin ich schon mal gut. So, und jetzt das Ganze zurück in die Richtung. Warum ist die Kamera so weit weg? Warum kommt die nicht näher? Kann ich nicht. Oh, da muss ich jetzt hoch. Warum? Ich weiß nicht, mach mal die Mario-Kamera. Ja, die kann. Kommt jetzt ganz langsam hinter dich. Und am besten auch so schräg hoch in Richtung Block. Ja, ja, es ist sehr hakelig hier hinten, ich weiß. Oh Gott, gar nicht schlimm ist. So, laufen, springen und springen. Genau, aber noch ein bisschen mehr Anlauf nehmen am besten. Tja, wenn ich nicht sehe, wie weit ich gehen kann. Ja, noch ein Stück. So, und jetzt einfach genau umdrehen, also einmal kurz nach hinten tippen. Und jetzt Vollgas nach vorne und kurz bevor du runterrutschst, anfangen loszuspringen. Und immer weiter geradeaus springen. Nein. Oh, 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 oh. Okay, wir sind wieder hier. Ich meine, du kommst von hier aus nämlich nicht da hoch. Das ist zu hoch für den. Soll ich es versuchen, bevor du den Controller zerbrichst? Nein. Nein? Okay. Jetzt ist der Ehrgeiz da. Nein. Nein. Auch nicht. Die Wut? Ja. Hass. Es ist einfach nur Hass. Auf Mario. Hm. Schön, da wäre noch eine rote Münze. Ja, am besten so ein bisschen schräg. Und dann hast du direkt richtige Flugrichtung. Du kannst es auch mal von hier. Das ist doch kacke, wenn man nicht sieht, wo man ist. Ja. Woher soll ich denn wissen, ob es jetzt genug ist? Wenn du oben angekommen bist, ist es genug. Ja, aber woher will ich das wissen? Ja, doch, kann ja sein, dass ich dann nochmal drücke und dann hinten runterrutsch. Nee, du kommst eher nicht bis da. Also, dass du hinten wieder runterrutschst. Aber klar, wenn du drüber hinweghüpfst, dann bist du auch zu weit. Das ist halt hier der gehobene Schwierigkeitsgrad, der Stern. Nein, nicht nur ein Geist. Ja. Mhm. Ja, der kommt da raus. Du kannst aber mit dem Weitsprung versuchen. So leicht schräg das Dach hoch. Ist ja noch schlechter. Wieso? Und danach direkt weiterlaufen und hüpfen, sobald du wieder Boden unter den Füßen hast. Von hier vorne so noch schräg da hinten, ne? Genau. So, und jetzt nach oben rennen und dann Weitsprung. Ja. Schon mal gut. Jetzt ein bisschen Richtung Kante, genau. Einmal umdrehen. Vielleicht auch von hier mit dem Weitsprung mal versuchen. Ja, wenn ich jetzt. Ja, so ist von der Kamera her sehr schwierig. Und direkt weiter hüpfen. Kein Schaden. War schon mal gut. Weiter geht's. Aber es war gut. Wenn du jetzt noch direkt gesprungen wärst, ich glaube, dann wärst du angekommen. Da wollte ich doch nicht. Da ist nichts. Nur ein Auge. Und ein paar Särge. Und wie ist so, Mario? Blöd. Oh nein.
hatte irgendwas von viel zu einfach, habe ich noch im Ohr. Ja, so stellen sie noch Kacke. Wenn noch nicht mal die Kamera hinter dich kommen kann. Doch, kam doch. Mit Mario, ja, schon, mit Mario schon. Ja, aber die Kamera, die finde ich ätzend. Hm. Die ist ja dann immer schön hinter dir, aber 30 Millimeter ist... Ja. Ja. Doof. Doof. Ja, hier waren sie halt mal ein bisschen total kreativ. Fandest du so Stellen als Kind toll? Nein. Der Stern war super ätzend. Fast so schlimm wie der... oh Gott, oh Gott. Wie der Arcano. So? Ich bin ein ganz kleines Stückchen weiter nach links. Feintuning? Das war so klar. Oh Mann, oh. So gut. So? Ja, so ist gut. So ist perfekt. Besser geht's gar nicht. Laufen. Weitsprung. War das? Ja, erst in die Hocke. Genau. Also rennen, in die Hocke, springen. Und wenn du dann gelandet bist, direkt wieder springen. Platt. Mann. Du hast ihn gleich. Ich meine, der ist schnell gemacht, der Stern. Ich habe mal gehört, der ist der einfachste. Das mit den über die rutschigen Stellen hüpfen, das ist schon ein bisschen fies. Ja. Aber guck mal, wie gut du jetzt mittlerweile schon da hochkommst. Alles Übungssache. Mhm. Mhm. So, wir sind auf dem Balkon und hüpfen jetzt darüber. Dölütröt. Dölütröt. Verwirkt das überhaupt? Ja, ich glaube so mit jedem Schritt einen halben Pixel. Und versuchst einen Ticken weiter rechts, dass du vielleicht nicht auf der Schräge von dem Vordach landest, sondern auf der Schräge vom Hauptdach. Und von da aus dann mit Schwung noch bis da kommst. Mhm. Nein, das sah hier immer gut aus. Ich habe nur zu früh aufgehört, nach vorne zu drücken. Ja, das darfst du natürlich nie. Da! Wunderbar, da ist er ja schon. Willst du jetzt den Stern holen oder erstmal gucken, was in der Kiste ist? Ist das wichtig? Nein, du willst den Stern holen. Bist verrückt. Oh Gott, mach die andere Kamera. So. Here we go! Da ist höchstens ein Leben drin oder sowas. Das können wir jetzt kurz holen. Nein. Gehen wir einfach nochmal da hoch. Nein. Nein? Nein. Kurz nur. Nein. Eben. Nein. Eben kurz. Nein. Ha. Mit keinem meiner... Das ist der Tritt in der Luft. Der kann dich so beim Hüpfen noch so einen ganz kleinen letzten Mühe nach vorne bringen. Finde das Auge im Geheimraum. Was ist denn der Geheimraum? Hm, das ist ein geheimer Raum. Das ist der durchs Bild. Genau. Super geheim. Ja, weißt du, dass er da ist? Ja. Ja. War der unten? Da oben? Nee, oben. Da, wo du die ganze Zeit hochgehüpft bist. Wo es auf der einen Seite zum Balkon ging, war auf der anderen Seite ja so ein großes blaues Geistbild. Und da kannst du auch wieder durchgehen. Aber dafür musst du jetzt da rein, dir die Mütze holen, schnell da hoch und schnell da rein. Das muss alles in einer... Ach, oben! Ja. Siehst du, wusstest doch nicht, wo der ist. Erzähl's hier einfach, ja, weißt, wo der ist. Ich dachte, dieser eine Raum... Ja. Nee, da war es ja schon, da war ja kein Stern. So, jetzt müssen wir hier hoch. Da. Auf Anhieb. Locker. Und dann jetzt schnell da rein. Jo, ich beeil mich. Ja, schnell. Ja. Okay. Drin bist du. Da ist so ein Auge. Guck mich an. Guck mich an. Hat dich angeguckt. Jetzt nicht mehr. Wipp, wipp, wipp. Kaputt. Ein Stern. Und der ist mindestens so schwer zu kriegen wie der auf dem Dach.
Ich habe gedacht, vielleicht ist jetzt das Schwierige, dass der Stern ein Stück weiter nach rechts und dann weg vom Balkon kommen kann. Nö. Der hat eine feste Stelle, wo der hinhüpft, und die ist genau oben auf dem Dach. Machst du mal tuk, 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 tuk. So. Jetzt wird er nur noch angesprungen. Hm. Blöder Geist. Das war's schon. Jetzt brauchen wir nur die 100 Münzen. Nee, das mit der... Na, ist im Grunde egal. Geisterjagd, da ist jetzt, glaube ich, die Treppe noch nicht da. Aber ist egal. Fang einfach an. Wenn du die Geister hast, dann kommen die ja... Geht die auch kaputt? Ja. Je nachdem, wo du jetzt damit hinspringst, kommst du wohl an die Münzen nicht mehr dran. Penis runtergefallen. Hoffentlich brauchst du die nicht. Das glaube ich nicht. Spinner! Wir haben die Atroten, das sind dann 16. Dann kommen jetzt alleine ja 5 Geister, bis der große Geist kommt. Dann müssen die ganzen Augen hier überall. Ja, ich glaube, hier gibt es relativ viele. Soll ich hier rein? Ja. Da sind ja auch direkt 2 Geister, glaube ich, und ein Auge hinter. Oder nur die Geister? Nur die Geister. Boink. Ups. Du kannst ja nur den einen Text anhören, den letzten, den du weggedrückt hattest. Deswegen nehmen sie nämlich alle ihrem großen Bruder erzählen. Ne, da kommst du. Ohne Unsichtbarkeit kommst du nicht raus. Oder rein, je nachdem. Sind noch Münzen drin? Könnte sein. Nein. Mit der Kiste hättest du, wenn du genau Richtung Schuppen hier... Geh noch in den Schuppen, da war ein Auge dran. Genau Richtung Schuppen gedrückt hättest, da ist oben auf dem Dach auch ein Leben. Hätte man sich damit holen können. Jetzt hat es auf dich geschossen. Was? Weg ist der Fahrstuhl. Da schon 41. Du warst noch gar nicht im Haus. Ja. Die hat eine rote Münze. Mutig. Hier oben drauf die beiden. Oh. Das Buch hat auch eine Münze verloren. Seitwärtssalto, ne? Langsam geht dein Fleisch und Blut über. Mhm. Das fiese Auge und der fiese Geist. Alle fies. Das will ich meinem Großbruder erzählen, da kannst du was erleben. Ich meinen großen Bruder erzählen, dann kannst du besser leben. Kommen immer genau bis an die Kante, ne? Da warten. Die kommen immer genau bis an die Kante und da warten die dann. Oh, das war gefährlich. Scheiße. Stampfattacke ist gewesen. Aber unten waren auch sehr viele Geister, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob die auch jetzt im Karussell sind. Aber guck mal. Könnte sein, dass das die gleichen sind wie oben. Ja, wenn kam die aus den Wänden, glaube ich, ne? Und ist so kein Feuer. Ja. Ich glaube, jetzt gibt es hier nichts. Kannst du ja direkt die Tür rechts nehmen. Muss ja nicht nochmal über die Brücke. Gibt's aber schnell. Hast du dich im Wasserlevel erkältet? Ja. So, versuchen wir es von der anderen Seite. Denk dran, Stampfdacke. Ah, jetzt haben wir es wieder nicht geschafft. Warum drückst du das denn immer so schnell weg? Weil es immer das gleiche war. War es ja eben nicht. Ja. Okay, ich fällt mit seiner Stampfattacke. Du musst nur aufpassen, dass du nicht einen Stern einsammelst. Mhm. Weil noch hast du nicht genug Münzen. Na, no, jetzt nicht hüpfen. Genau. Mach ich was? Mhm. Ja, schon allein oben die, ne? Ja, da würde ich jetzt auch direkt hingehen. Oh, warte, vielleicht nimmst du die noch mit. Das waren, glaube ich, alleine 20. Und dann brauchst du nur noch eine. Und in der. In dem Geheimraum mit dem großen Auge waren ja auch Geist. Oder Geist, ist doch oder einer. Ja, in dem Geheimraum ist ja einer. Nö. Den lockst du dann raus. Wie, nee. Du bist ja da drin. Kommt jetzt gleich erst da raus. Ja, okay. Aber ich brauche dafür keine Mütze. Nein. Guck doch mal weg, damit der auch kommt. Warte einfach. Pingelig! Ja, der wollte nicht. Blöder Geist. Da. So, jetzt würde ich aber noch rausgehen und den Stern holen, den anderen. Und hier speichern brauchst du nicht. Damit du für die 100 Münzen auch noch 2 Leben kriegst. Und wenn du den Kurs einfach nur verlässt, dann kriegst du die nicht. Aber wenn du das Level beendest mit 100 Münzen, dann kriegst du dafür 2 Sterne. Warum haben wir das sonst nicht so gemacht? Weil ich da nicht dran gedacht habe. Toll. Ja, ich habe die Leben ja eh weggemacht. Mhm. Na gut, es kommt ja da raus. Dann werden die Münzen gezählt und immer für 50 gibt es ein Leben. Tada. Das war's. Schnell weg. Nie wieder Geister. Vorerst.